Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed. Ja, ich konnte die Karte jetzt erfolgreich auf einen Button legen, wo es jetzt auch tatsächlich funktioniert. Ihr habt eine kleine Sache verpasst, und zwar habe ich schon ein kleines Driftrennen gemacht, nichts Außergewöhnliches. Ich habe es schön in den Sand gesetzt, aber gut, das war erstmal zum Testen. Irgendwie hat meine Aufnahme nicht ganz funktioniert. Gut, passiert, ist nicht schlimm. Wir machen jetzt weiter, und zwar würde ich sagen, fahren wir ein Sprintrennen mit Amy. Und das dürfte das hier sein, oder? So, wir probieren es jetzt einfach. Zack. Nein, ich möchte mich hin teleportieren. Können wir es eigentlich auch direkt starten? Wir werden sehen. Dann wollen wir Amy mal schön auf den Sack hauen jetzt. Rase zu einem Punkt. Sprintrennen, okay, weiß ich. Event starten. Machen wir einfach mal. Mal gucken. Okay, schalten wir mal einen Gang rauf. Weil zum Driften taugt der irgendwie nicht viel. Naja, man gewöhnt sich dran. So, jetzt geht los hier. Das dürften alles noch NPCs sein. Also ich muss sagen, der Server hat sich... ist mittlerweile rappelvoll, also mit anderen Computerspielern. Ich denke mal, die meisten haben jetzt fertig geladen, das Spiel, und sind dadurch jetzt drin. Oha. Ach, jetzt driftest du! Jetzt driftest du, natürlich! Jetzt, wo er nicht soll. Ich bin echt zu langsam, das gibt's ja gar nicht. Ich bin richtig am Arsch. Oh, da hat er sich verabschiedet. Sehr gut, sehr gut. Meine Chance. Also ich muss auf die Fahrfehler der anderen hoffen. Und man muss sich echt mit diesem Drift-Scheiß hier... Ah, man muss so ein bisschen in die Bremse gehen und dann kann man rumziehen. Aber das kommt willkürlich. Ja, jetzt haben wir auch noch die Bullen am Hals, so wie es aussieht. Oder wurde ich geblitzt? Na komm, ich habe die bessere Karre. Lass mich durch! Nein, 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 warum bremst du denn ab? Komm, 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 Larrychen. Das da vorne ist Amy, oder? Ich komm nicht ran. Komm, na komm, man kriegt so ein bisschen langsam Gefühl dafür. Junior ist auch noch dabei. Fährt doch gar nicht Amy mit, oder? So, macht's gut. Jetzt bloß keinen Scheiß bauen. Oh, 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 oh. Okay. Er ist noch ein bisschen störrisch hier. Störrisch, störrisch. Der olle Mustang. Ich war auch gerade wieder deutsch vor dem Wind hier. Sehr geil. Es ist spät. Es ist früh. Sagen wir es mal so. Das ist jetzt auf jeden Fall die letzte Folge für diese Aufnahmesession. Ich werde dann jetzt erstmal, denke ich, demnächst mit dem guten Knotencode hier noch ein bisschen... Oh, ich habe gewonnen. Geil. Ein bisschen umherfahren und Story dann auf jeden Fall immer als Aufnahme. Ja. Yeah. Das sieht doch gut aus. Überspringen. Oh, wir haben gut Kohle gekriegt, oder? Erfolgreich. Mission erfüllt. Wunderbar. Wollen wir gleich mal die nächste machen. Was haben wir denn jetzt noch hier? Hier unten? Ich muss mal rauszoomen. Ich frag mich, wo jetzt meine ganzen Leute sind hier. Sieh in deinen Nachrichten nach. Okay. Das möchte ich aber noch nicht machen. Was ist das hier? Wer ist das? Profil ansehen. Ich muss erstmal durchsehen hier. Aha, fahre Rundkursrennen mit Spike, trifft die Gang am Diner. Das sind die Symboliken, so wie es aussieht. Das ist ein Zeitrennen. Straßenrenner. Absolviere die Route so schnell du kannst. Komm innerhalb der Zeit. Ja, machen wir das einfach mal. Teleport, zack. Ne, wir müssen ja langsam mal ein Gefühl dafür kriegen, für die ganzen Sachen hier. Und dann sieht man auch durch. Wie gesagt, wenn euch irgendwas auffällt, dann immer in die Kommentare hauen.
Ja, ich weiß. So, nehmen wir an. Also typisch Need for Speed, ne? Diese Zeitrennen. Sollten wir eigentlich packen. Jetzt haben wir mal eine andere Umgebung hier so ein bisschen. Wir haben Bäume. Regen. Was summt denn hier die ganze Zeit noch? Ja, ich ruf dich zurück. So. Geht die Sonne gerade auf? Okay. Scheint hell zu werden, oder? Was war das? Ich weiß gar nicht, ob es hier Tageslicht gibt. Ich glaube so wirklich nicht, ne? So Morgengrauen gibt es hier. Und Tageslicht direkt, glaube ich, gar nicht. Aber es sieht echt wunderschön, es sieht echt richtig geil aus. Natürlich führt er mich in die linke Seite des Tunnels. Ah, okay, man kriegt es langsam. Langsam kriegt man einen Dreh raus. Aber grafisch wirklich wieder ein ganz großes Kompliment. Sehr geil. Auch so die Motorsounds. Das fand ich bei Underground 2 schon sehr geil. Diese originalen Motorsounds. So, da kommt wieder was. Kontrollpunkt. Dann sind wir jetzt auch gleich durch hiermit. Ah. Da muss ich nur den Punkt merken, wo er ausbricht. Und Finale. Zack. Erfolgreich. Sehr gut. 1 Minute 33. Jetzt können wir auf jeden Fall schön Kohle sammeln. Damit wir hier noch was in unsere Möhre reinbuddeln können. Oh. So, ich muss mir das nochmal so ein bisschen angucken. Also die Straßen sehen wirklich genial aus. Geil. Das erinnert mich immer so an Tuning-Treffen. Also es ist wirklich, da gab es jeden Tag diese Geräusche. Hammer. Von morgens bis abends. So, wir gucken weiter. Wir gehen raus. Das haben wir erfolgreich geschafft. Was ist das hier? Da ist ein Sternchen vor. Sternchen heißt doch immer was. Driften wie ein Panther. Okay, leicht. Driftversuch. Aber nicht mit dem. Oder? Wir gucken mal. Was haben wir hier noch? Das ist auch wieder Driftversuch. Genau, und den habe ich gemacht. Da habe ich... Das war auch nur ein Versuch. Und hier haben wir doch noch was. Rundkursrennen. Rundkurse mag ich nicht. Ich mag eher so Sprintrennen. Aber wir können es ja versuchen. So. Teleport. Zack. Also ich bin wirklich mehr der Sprinter. Rundkurs ist immer so, besonders wenn man es dann ja so übertreibt, wenn dann so ewig viele Runden sind, dass dann so... Oh. Und dann in der letzten Runde geht immer irgendwas schief. Das kennt glaube ich jeder von uns. Okay, Kumpel. Machen wir. Mach dich auf eine Lektion gefasst. Das klingt wieder falsch. So, der startet wieder weit vor uns, oder? Ja. Ist auch wieder mit Kontrollpunkten hier. Ja, geh mir doch aus dem Weg, Junge. Okay, nächstes Mal besser abkürzen. Es ist nur er, der hier fährt, ne? Ich muss ihn auslocken irgendwie. Wie viele Runden fahren wir? 2. Aber wo ist er? Da ist er doch. Hä? Warum ist er stehen geblieben? Hat er einen Unfall gehabt? Lässt er mich etwa gewinnen? Hat der einen BMW? Ich glaube, der hat einen BMW gehabt, oder? Hm. Das war eben merkwürdig im Tunnel. Da ist was faul. Also schön, das Fahrgefühl kommt langsam. Das macht dann Spaß. Wenn man die Autos so... langsam, aber sicher kontrollieren kann. Und jetzt baue ich bestimmt gleich Scheiße.
Oh Mann. Ich kann euch gar nicht vorstellen, wie dicht ich hier am Monitor dran sitze. Ich habe hier einen 27er stehen. Und ich habe keinen Mikroarm. Mein Mikro steht ja nur auf so einem Ständer drauf. Klingt auch falsch. Und deshalb, da ich ja jetzt ziemlich dicht am Mikro dran sitze, oh Gott, sitze ich auch ziemlich dicht am Monitor dran. Und das ist krass. Ich weiß gar nicht, wo man hingucken soll, so wirklich. Ich muss mir unbedingt so einen Mikrofonarm mal kaufen. Oh, da ist er. Jetzt wird spannend. Das ist so typisch Need for Speed. Ne, die Gegner, ihr kennt das, sind ewig kilometerweit sind die weg. Und dann auf einmal sind sie hinter einem. Urplötzlich. Zack, sind sie da. So, dass es nochmal spannend wird. Ne, ist alles inszeniert. Ist alles geskriptet hier. So, jetzt ist er nämlich komischerweise auch schneller. Ja, damit sie richtig... Ja. Nein, nein, du nicht. Alter, hau ab. Siehst du denn das? Ah, oh, jetzt komme ich natürlich nicht mehr ran an diesen Bock. Ich komme nicht mehr ran. Die einzige Chance, die ich noch habe, ist, ihn hinten reinzufahren. Ich habe keine Chance mehr. Jetzt macht er auch keine Fehler mehr. Komm. Scheiße, das war meine letzte Chance. Das war's. Kurz vorm Ziel. Es ist immer so. Es ist immer das Gleiche. Das lasse ich nicht über mich ergehen. Das muss ich doch normal fahren dürfen. Ich muss doch die Chance haben, das normal zu fahren. Ich kann nur überspringen? Keine Chance. Mission erfüllt. Ja, erfolgreich, natürlich. Ich mach's nochmal. Ich muss das doch nochmal fahren dürfen. Wo war das Ding jetzt? Das ist das Diner. Zum Diner wollen wir nicht. Ich kann das nicht fassen. Ich kann es nicht fassen. Oder das gehört mit zur Story. Hätte ich das gewinnen können? Ich weiß es nicht. Von wo sind wir überhaupt gekommen? Bah, das ärgert mich ja jetzt. Ich habe keine Ahnung gerade. Ist egal. Wir fahren zum Diner. Wir fahren jetzt einfach zum Diner. So. Zack. Passiert. Ich glaube, die ganzen Sachen können wir später nochmal fahren. Oder ich fahre die später nochmal. Weil ich bin so ein Mensch, ich muss das dann alles auf Platz 1 haben. So, hallo? Location betreten. Okay. Drücke ich andauernd die falschen Tasten hier. Was? Nein, nein. Ich erklär's euch, okay? Drift ist zu sicher. Hey. Es macht einfach keinen Spaß, Mann. Ist halt so. Sagt wer? Okay. Du? Komm schon, Amy, hilf mir mal. Ah, ich liebe es und ich hasse es. Es stört mich, wenn der Motor in den Begrenzer geht. Aber, ich finde es scharf, wenn ich ihn richtig in der Kurve habe. Ja, ja. Okay, ich hau ab hier. Kommst du mit? Ja, okay. Peace. Bis später. Setz dich mal. Er hasst das Driften nur aus einem Grund. Er kann's nicht. Oh. Man braucht eine gewisse Eleganz. Man hält den Slide nur mit Präzision. Man gleitet um den Scheitelpunkt. Hab ich recht oder was? Wie immer. Also, es ist wie mit Äpfeln und Birnen. Ah. Weißt du, unsere Robin hier, sie hat Klasse. Ganz ruhige Hand. Spike reißt an der Handbremse wie ein Teenager, der aus der Fahrschule kommt. Komm, er fährt ganz okay, Manu. Sein alter Herr hat halt ordentlich was auf der Tasche, das ist alles. Gut, wir haben genug gequatscht. Ich hau ab. Und seit wann ist das ein Problem? Nun, es ist ein Problem, wenn wir hier labern und nicht draußen sind und fahren, Manu. Ich bin gerade erst gekommen. Ich plane da so eine Sache. Noch nichts Konkretes, aber nach zu viel Zen brauchst du vielleicht etwas lautes Chaos. Cool. Ich ruf dich an. Profis, check. Oh Mann. Diese Frau ist der Zeit voraus. Dinge passieren, wenn sie dabei ist, weißt du? Das glaube ich.
Jedenfalls solltest du dich unbedingt in der Ventura Bay-Szene versuchen. Ja. Yeah. Ich rufe dich an. Bring dich mit der Szene zusammen. Das war's schon wieder. Oh Mann. Nette Gespräche auf jeden Fall. Interessante Leute. Sehr viele Hintergedanken. Aha, Amy ruft schon wieder an. Kein schlechter Lauf. Lust auf ein Zweierrennen? Checken, was dein Wagen kann? Meld dich. Kartenupdate. Ich guck mal, das sollten wir eigentlich noch schaffen. So. Da oben ist das doch schon. Ne? Das müsste doch ihr Symbol sein. Oder? Sprintrennen. Ja. Machen wir einfach. Haben wir ja gerade gekriegt. Zack. Na, Teleport. Das haben wir schon mal gewonnen, glaube ich, gegen sie, ne? Ich guck mal, ich check das mal ab. Jetzt, wo wir eben so bösartig verkackt haben, müssen wir das schaffen hier. Kartenupdate. Ja, jetzt müsste ich das doch annehmen können. Hä? Ach, da. So. Und wieso kann ich das jetzt nicht annehmen? Hä? Das ist doch von ihr. Ich verstehe es gerade nicht. Muss ich hier rauffahren? Wende, um das Event zu starten. Ah, alles klar. Jetzt geht's. Das war da eben nicht zu sehen, oder? Event starten. Komm schon, lass es krachen. Na dann los. Und die ganzen Sachen kann ich dann quasi auch mit dem Knotencode herfahren. Alles klar, ist wie bei The Crew. Genau das gleiche Prinzip. So, ich werde meine Kiste auf jeden Fall demnächst dann erstmal ordentlich frisieren. Das war doch schon ein guter Drift. Das Ende, nicht der Anfang. Und sie kriege ich natürlich auch nicht mehr eingeholt, oder? Oh Mäuschen, ich werde hier so hinten reinfahren. Jetzt sind wir hier auf einer Art Highway. 210, das ist gut. Da ist sie doch schon. Platz 1. Bah! Weg! Ach, sie hat diesen Mustang. Oh, umso schneller er wird, umso schwammiger fährt er sich. Da muss ich auf jeden Fall noch irgendwas machen. Aber ihre Kiste scheint nicht allzu schnell zu sein. So, wir haben jetzt auch bald Maximum erreicht, glaube ich. Ja, das war klar. Nein, wollte ich gar nicht so. Ich kenne diese LKWs noch. Aus Underground und Underground 2. Die sind einen immer reingefahren. Also immer irgendwo ungünstig aufgetaucht. Jetzt hätte ich fast die Kurve nicht gekriegt. Ah, ah, ah. Okay. Ich habe immer Angst, dass ich hier irgendwas... Aber gut, wir haben es geschafft. Dass ich die Ausfahrt verpasse. Ja, Amy ist kein Ding, ne? Irgendwie. Aber ich nehme meinen Mund lieber nicht zu voll. So, auf jeden Fall haben wir gut Kohle gekriegt. Ja, wir haben immer Nacht- und Morgendämmerung, so wie es aussieht. Interessant. Sehr schön. Sehr schön. Ja? Das war echt cool. Ich weiß. Meinte, es wären ein paar gute Rennen angesagt. Sollen wir uns treffen? Peace. Ja, machen wir später. Gut. Alles klar. Es kann passieren, dass ich in der nächsten Folge dann quasi schon komplett anders aussehe, weil ich werde jetzt eine längere Session mit dem Knotencode machen. Das wird offscreen passieren. Und die ganze Story werden wir dann definitiv hier weiterspielen im Let's Play. Alles klar. Dann bis dahin, das war ja Martin.
Tschüss.